Und ein Lehrplan, da macht Schulgehen gar keinen Sinn. Kein Monat und ein Jahresplan. Wir sind voll Pläne, doch in Wort sind wir arm. Und ich mag nicht verplant sein, nicht angeteilt. Mag nicht verplant sein, bin lieber verpeilt. Komplett planlos und frei, weil Freiheit ist da, letzter Schrei. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur heutigen Premiere von meinem vierten Soloprogramm von Planlos. Das Schöne, wenn man planlos ist, ist ja, dass man gleichzeitig wahnsinnig ergebnisoffen ist. Und diesen Umstand möchte ich heute ausnützen. Denn ihr habt mir Zettel abgegeben mit Plan und mit Los, mit Wörtern mit Plan und mit Los am Ende. Und genau mit diesen Wörtern werdet ihr den heutigen Abend mitbestimmen. Grüße. Teufel mein Name. Vorname Pfui. Also ich weiß, wenn der Tod eines Tages dasteht und zu mir sagt, grüß Gott, ich bin der Tod, werde ich zu ihm sagen, und davon kann man leben. Der Tod ist nicht treu, hat ein Bandschuh mit jedem. Er schenkt kaum was, doch nimmt jedem das Leben. Und der dritte Witz. Zwei Freundinnen gehen gemütlich auf einen Café zum Plaudern, zum Tratschen. Da sagt die eine zur anderen, du gestern, mein Freund, der hat sich pudelnackert ausgezogen, hat sich vor mich hingestellt und hat zu mir gesagt, er schaut aus wie ein griechischer Gott. Sagt die andere, und wie hast du reagiert? Sagt die erste, ich habe ihm gesagt, dass Buddha kein griechischer Gott war. Natürlich wild gestikuliert, Smartphone ist runtergefallen auf die Fliese, Screen kaputt, habe ich ein neues Smartphone gebraucht. Beim Nokia 3210 hätte ich sicherlich eine neue Fliese gebraucht. Darf ich Sie fragen, was Sie beruflich machen? Ich bin Kabarettistin. Ich spiele Kabarett. Oder ich lese privat wahnsinnig gerne so Ratgeberbücher zu den unterschiedlichsten Themen. Also wäre auch ein Ratgeberbuch super. Reiche gefangen im Körper von Armen, Geschichten transfinanzieller Menschen. Ich bin dann so am ersten Praktikumstag hin zu meiner Praktikumsbetreuerin, zu Ivanka. Und die Ivanka hat mir gleich gezeigt, wie man das macht mit der Rollenverteilung am Burgtheater. In jede Kabine kommt eine. Doch ich steh dafür, ja, weil dreilagig und ultrasoft, ich bin Hasselpapier. Pause! Ich bin ein Unikat, Sonderfabrikat, wow, wow. Ich folge nicht dem Strom, nein, ich höre nur auf mich. Ich bin eigenartig, eigenartig. Ja, diese klassischen Second-Hand-Börsen für Singles. Und ab 30 ist es nur mein Restl-Essen. Bist du auch so eine Frau, die erst beim dritten Date knutscht? Ich finde, das macht den Sex bei den beiden ersten Dates total unpersönlich. Wimperndusche drauf, voll ins Auge, Tränen und fast blind. Das Harm im Föhn versengen, Panik verdrängen und den Wunsch nach einem Kind. Vibrator verstecken, die Pille schnell checken, Gesprächsthemen notieren, den Push-Up nochmal anheben, die Schuhe.
Chancen potenzieren. Den Push-Up nochmal anheben, die Chancen potenzieren. Du weißt, dass man bei einer guten Runde 6 genauso viel Kalorien verbrennt wie beim 5-Kilometer-Lauf? Das kann nicht sein, Cherie. Kein Mensch läuft die 5 Kilometer in unter einer Minute. Das Frühstück bringst du mir immer ans Bett. Du bist auch im größten Stress zu allen nett. Du liebst meine Macken, du hast Humor. Du schaust manchmal drein wie ein Labrador. Mr. Perfect, Mr. Perfect. Alles an dir ist so perfekt. Mr. Perfect, Mr. Perfect. Ich hab keinen Fehler entdeckt. Solange ich angestellt war, war mir das relativ wurscht, aber mittlerweile sehe ich das etwas anders mit Brutto und Netto und ich merke mir das jetzt wirklich so, die beiden Ausdrücke. Brutto ist brutal viel und Netto ist nicht so viel. Das ist zwar die neue Trenddiät aus der Türkei, die Döner-Diät. Da dreht man sich so lange im Kreis, bis das Fleisch abfällt. Ein Fraglos. Gut, Fraglos ist Fraglos ein spannender Input. Fraglos. Ja, Menschen sind selten fraglos, wenn sie mich kennenlernen. Es hat mit meinem Job zu tun. Also wenn ich sage, ich bin Kabarettistin, dann kann ich sicher sein, in den nächsten 20 Minuten kriege ich Fragen ohne Ende gestellt. Was ja logisch ist, weil es ja ein bisschen ein außergewöhnlicher Beruf ist. Aber ich würde mir wünschen, dass die Menschen so auf meinen Job reagieren, wie bei allen anderen Jobs auch. Also wenn ich sage, ich bin Kabarettistin, dass die Leute sagen, So wie wenn halt jemand sagt, ich bin bei der Strabag. Aha. Ich bin Kindergärtnerin. Ich bin bei der ÖBB. Ha. Ich meine, bei der ÖBB, da sagt auch keiner, ÖBB, interessant, und da hast du es heute rechtzeitig hergeschafft. Kabarettistin. Super cool. Oh, ich meine, als Kabarettistin. Wie merkt man sie eigentlich so für Text? Ich lerne den Text. Ja, aber das ist das Kerze, lernt den Text einfach. Einfach so. Aber ich meine, wir sind ja unter sich. Kannst du ehrlich sein? Als Kabarettistin. Womit verdienst du wirklich dein Geld? Kabarett-Gott, da du bist ein Wuchteldrucker. Die ORF-Anfragen kommen, die Premieren geschehen. Wie in Theatern, so auch in Vereinen und bei Gemeinden und Geburtstagen. Und Firmenfeiern und Konkursen und Hochzeiten und Scheidungen. Und Beerdigungen. Ha. Drum lass ich jetzt am Plan los. Wart drauf, was passiert. Mach's jetzt einfach anders. Nicht organisiert, weil mit euch einfach zu plaudern. Ja, die Freude, die war groß, war das Schönste, das passiert. Ja, das Schönste, das passiert. Ja, das Schönste, das passiert, oft planlos.